Diversität und wenn man darüber spricht, wie wichtig die mittlerweile für Unternehmen ist, egal aus welcher Branche, darüber möchte heute Fabian Lindner mit uns sprechen, die ist von der Deutschen Börse AG. One size fits all, Fragezeichen, zielgruppenspezifische Ansprache durch Female Finance. Ich bin sehr gespannt auf deine Inhalte. Ja, danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute über das mein Herzensthema oder unser Herzensthema zu sprechen, Female Finance. Wir haben es ein Plädoyer für Female Finance genannt, weil häufig bekommen wir die Frage, warum denn überhaupt Female Finance? Ja, manche Frauen sagen, naja, sie fühlen sich vielleicht ein bisschen diskriminiert in dem Sinne, brauchen Frauen tatsächlich Nachhilfe in Sachen Finanzen. Männer sagen, das ist jetzt auch häufiger vorgekommen bei Vorträgen, oh, schon wieder ein Frauenthema, Frauen sind ja momentan generell eher bevorzugt und jetzt auch noch Female Finance. Nein, es geht nicht um Bevormundung, es geht nicht um Privilegierung. Es geht um die Möglichkeit und die Notwendigkeit, auch eine neue Zielgruppe erschließen zu können. Und nein, Frauen sind keine Nische, sondern mehr als 50%, muss man ja auch dazu sagen. Also mein Aha-Moment im Bereich Female Finance war 2019, unser Weltfrauentag, den wir bei der Deutschen Börse regelmäßig ausrichten. Wir hatten das erste Mal eine Veranstaltung von Frauen für Frauen ins Leben gerufen, hatten Vorträge und es war wirklich eine komplett andere Atmosphäre unter Frauen als in gemischten Seminaren, die wir bis dato angeboten haben. Ja. Gemischte Seminare kann man sich vorstellen, das war noch vor dem Corona-Boom, plus 50 plus Teilnehmer in der ersten Reihe melden sich und tauschen sich entsprechend mit den Dozenten aus. Was machen Frauen, die vielleicht 5% Frauen in dem Seminar anwesend waren, trauen sich nicht, was zu sagen, trauen sich nicht, nochmal eine Frage zu stellen. Von daher, dieser geschützte Raum von Frauen für Frauen ist tatsächlich ein Asset, den es zu bedenken gibt. So, das als kleines Vorwort. Produktentwicklung, die passiert häufig nicht zielgruppenorientiert. One size fits all passt nicht. Ja, wir haben es in der Health-Industrie, Medikamente, Impfungen werden für Männer entwickelt, sind häufig zu hoch dosiert für uns Frauen. Genauso auch hier bei dem eindrücklichen Bild und die Unfallstatistik spricht da für sich. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Frontalunfall schwer verletzt zu werden, ist bei Frauen um 73% höher als bei Männern. Die Wahrscheinlichkeit, in den Trümmern eines Unfalls eingeklemmt zu werden, ist fast doppelt so hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, bei einem Unfall zu sterben, ist um 17% höher. Und das liegt daran, dass entsprechend die Dummies eine Durchschnittsgröße von 1,75 Kilo schwer sind. Eine Durchschnittsfrau fällt dann aus dem Wasser heraus. Ja. So, das häufige Zitat, you have to walk in the customer's shoes. Dies gilt auch für die Finanzbranche. Ja, wenn wir Frauen erreichen wollen und sie motivieren wollen, aktiver zu werden, dann müssen wir uns in ihre Lebenssituation reindenken, in ihre Lebenssituation einfühlen. Das häufigste Argument, nicht zu investieren, ist kein Geld, keine Zeit, kein Wissen. Und dieses Thema Wissen ist bei Frauen essentiell. Wir wollen Deep Dive, wir möchten verstehen, was wir tun, bevor wir irgendwas tun. Bevor wir es nicht verstanden haben, machen wir lieber gar nichts. Ja, bei Männern ist es so ein bisschen anders, das haben wir super gesehen. 2020 beim Corona-Boom, Männer gleich getradet, Frauen wurden aber 2020 nicht abgeholt. Also wir hatten deutlich mehr Neuinvestoren als Investorinnen. Ganz spannender Side-Fact, jetzt letztes Jahr, das DAI hatte im Frühjahr 20, ja, dieses Jahr die Statistik veröffentlicht. Letztes Jahr hatten wir das erste Mal mehr Frauen als Investorinnen, als neue Investoren als Männer, ja, obwohl wir in einer super schwierigen Marktsituation sind. Das heißt, wir haben gerade ein Momentum von Female Finance und das zeigt, dass gerade bei den Frauen momentan anders angesprochen und anders abgeholt werden. Gucken wir uns mal ein paar Zahlen an. Wir kennen alle die Statistiken, die unterschiedlichen Gaps, Gender Pay Gap führt zum Gender Wealth Gap und das führt zum Gender Investment Gap. Ja, wir sehen hier tatsächlich 39% der Frauen arbeiten in Teilzeit, 18% sind nur am Kapitalmarkt investiert. Eigentlich würden Frauen gerne mehr investieren, wenn sie das richtige Handwerkszeug hätten.
Und Frauen entscheiden 80% der Kaufentscheidungen. Wer hat das gut für sich entdeckt? McDonald's. Ja, wenn wir überlegen, wer fährt raus bei einer Autofahrt oder wer entscheidet, wer wann rausgefahren wird? Die Frauen. Also mit der Einführung von McCafé hat McDonald's dann diesen Clou gelandet. Es wird der Cappuccino bei McCafé gekauft und nicht bei McDonald's. Und das zeigt, Frauen sind zwar Schnäppchenjägerinnen per se, aber super bereit, für Qualität auch Geld zu bezahlen. Ja? Und Frauen sind loyale Kundinnen, wenn sie Kunden sind. Aber hierfür braucht es eben Trust, was wir vorhin auch gehört haben. Also Vertrauen ist ein unglaublich wichtiges Element, um Frauen zu gewinnen. Und Vertrauen gewinnt man auch dadurch, wir hatten es vorhin mit den Beratern, dass Frauen ernst genommen werden. Also wir hören häufig in einem Beratungsgespräch, sobald ein Mann anwesend ist, findet die Frau nicht mehr statt. Ja, also es ist wirklich wichtig, dass auf die Frauen eingegangen wird. Hier haben wir mal einen typischen Einkommensverlauf für Frauen skizziert, das so ein bisschen zeigt, was wirklich die Hürde ist und worauf wir als Finanzdienstleister achten müssen, wenn wir Frauen ansprechen. Wir sind super motiviert, wenn wir Schülerinnen sind, Studentinnen sind, im Job super engagiert, doch sobald wir Mütter werden, ändert sich unser Leben rapide. In der Akademie sprechen wir hier von der Motherhood Penalty. Ja, wir arbeiten in Teilzeit, verdienen weniger, werden weniger oft befördert, bekommen weniger Bonus oder in der Elternzeit keinen Bonus. Und in der gleichen Zeit entwickeln sich beim Mann die Verhältnisse entsprechend anders. Und wenn wir als Finanzdienstleister jetzt entsprechend Frauen adressieren möchten, müssen wir diese Lebensphase berücksichtigen und dann berücksichtigen, dass wir entsprechend eine Zeit weniger Einkommen zur Verfügung haben. Häufig höre ich auch von Freundinnen irgendwie, naja, ich bin jetzt im Elternzeit, ich lege mal meinen ETF-Sparplan still und genau das darf nicht passieren, damit wir entsprechend hinten raus nicht diese Gender-Wealth-Gap haben und nicht mehr genug Rente zur Verfügung haben. Das ist ein Thema, das wir adressieren müssen in der Partnerschaft, aber auch als Finanzdienstleister ist eigentlich unsere Pflicht, aufzuklären, das Gespräch zu forcieren. Und beispielsweise ist auch massiv, wenn wir uns anschauen, wie die Renten von Frauen aussehen, durch entsprechend diese Lebens- und Erwerbszyklus mit zwei Drittel der Frauen erhalten eine Rente unter 1.000 Euro. Nichtsdestotrotz, super spannende Zielgruppe. Women are the largest underserved group of customers in financial services. Das können wir jetzt ändern mit Female Finance. Eine Riesenchance. Aktuell sind 4,7 Millionen Frauen investiert versus 8,1 Millionen Männer. Also wenn wir es schaffen, Frauen richtig zu adressieren, anzusprechen, haben wir hier ein Riesenpotenzial. Ganz wichtig ist zu sagen, Female Finance, wie gesagt, da geht es nicht darum, Männer auszuschließen, sondern wir brauchen Männer und gemeinsam möchten wir hier Lösungen entwickeln.